Hallo zusammen, einen schönen Tag noch. Hier kommt der Hauptinhalt, der auf meinem Kanal ausgestrahlt wird. Sarah Engels, fiese Mobbing-Attacke. Jetzt platzt ihr der Kragen. Total daneben. Sängerin Sarah Engels wird nach ihrer Schwangerschaft fies angefeindet. Doch das lässt sie sich nicht gefallen. Erst im Dezember wurde sie zum zweiten Mal Mutter. Sarah Engels ist so glücklich, dass es Töchterchen Solea gut geht, die Geburt ohne Probleme verlief. Mega happy zeigt sie sich mit der Kleinen im Netz. Doch nicht nur die Fotos mit dem süßen Nachwuchs werden ganz genau beäugt und kommentiert, ihre noch vorhandenen Schwangerschaftsfunde, die auf einigen Bildern zu sehen sind, sorgen sogar für eine fiese Mobbing-Attacke. Sarah ist wütend. Als sich die hübsche 29-Jährige im engen Sportoutfit präsentiert, folgen Nachrichten, die unter die Gürtellinie gehen. Du siehst aus wie eine Tonne. Du solltest nichts Bauchfreies tragen, sieht einfach nur eklig aus, schreibt jemand. Absolut daneben, der jungen Mama platzt daraufhin verständlicherweise der Kragen, sie macht eine klare Ansage. Na und dann habe ich eben noch Speck am Bauch. Dafür habe ich zwei gesunde Kinder. Das ist mir viel mehr wert als alles andere, wendet sich die Kölnerin an die Hetzerin und meint, ich weiß, dass es sehr, sehr viele Frauen da draußen gibt, die sich genau davon unter Druck gesetzt fühlen, die das auch verletzt, denen das wehtut. Auch wenn sie in dieser Situation stark und selbstbewusst wirkt, so ahnen ihre Fans, dass es sie auch persönlich trifft. Denn die Brünette legt sehr viel Wert darauf, stets perfekt in Form zu sein. Da tun so böse Kommentare natürlich weh, deshalb braucht sie ihren Ex-Mann Pietro Lombardi. Die beiden waren 3 Jahre verheiratet, 2016 folgte die Trennung, trotzdem sind sie gut befreundet. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte abonnieren und folgen Sie, um die neuesten Informationen zu erhalten.